Einen wunderschönen guten Tag, Gentlemen, und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, bei dem wir über Folgendes sprechen wollen. Ein extrem wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Liebe in deinem Leben zu finden, Glückseligkeit in deinem Leben zu finden, frei zu sein, du selbst zu sein, vollkommen selbstbewusst zu sein und einen Scheiß drauf zu geben, was alle die anderen über dich denken, dann erhältst du viel Rat da draußen, dann erhältst du viele Tipps da draußen. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die dich in ein Extrem stürzen. Die sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch. Du musst nur das hier machen. Und dann geschieht es oftmals, dass man sich vollkommen verliert, in Gedanken verfällt und sich fragt, okay, was verdammt nochmal habe ich falsch gemacht? Ich habe doch einfach nur gewisse Tipps befolgt. Ich habe doch einfach nur das getan, worauf es ankommt. Ich habe nur pure Liebe gezeigt. Im letzten Video habe ich darüber geredet, dass Liebe und Beziehung nichts miteinander zu tun haben. Und hier ist der Punkt. Du wirst immer Menschen finden, die sagen, ja, du musst nur auf Beziehungen achten oder du musst auf Beziehungen scheißen oder es geht nur um Liebe, es geht nur um wahre Liebe und all diese Dinge. All das sind Extreme. Ich will, dass du Folgendes begreifst. Damit du Glückseligkeit in deinem Leben finden kannst und glücklich sein kannst, wirst du diese Dinge niemals in diesen Extremen finden. Du wirst es immer in der Mitte finden. In diesem Leben ist ein großer, wichtiger Punkt, ein großer Teil, die Aufgabe, im Leben die Mitte zu finden in allen Bereichen. Denn dieses Leben ist nichts als eine Waage. Lebendigkeit wirst du immer in der Mitte finden. Stell dir vor, du hast eine Waage. Stell dir vor, diese Waage hier ist in einem Extrem. Wenn das Ding gekippt ist und du sagst, das ist richtig, du musst nur Liebe fühlen, du musst nur Liebe empfinden, du wirst scheitern. Es wird keine Mitte geben da drin, weil die Beziehung nicht funktionieren wird. Wenn du sagst, nur Beziehung ist wichtig, nur Regeln, nur Bedingungen, nur dass man sich an seine Werte hält und all diese Dinge, dann wirst du keine Liebe erfahren. Dann wird dort kein Feuer sein in dieser Beziehung. Dann wirst du ebenfalls unglücklich werden. Erst wenn du die Mitte findest, kannst du wirklich frei sein, glücklich sein, zufrieden sein. Und dieser schmale Weg hier ist der Weg der Glückseligkeit. Und in allen Dingen in diesem Leben gibt es zwei Extreme. Es gibt Nordpol, Südpol. Es gibt innen, außen. Es gibt oben, unten. Es gibt Mann und Frau. Maskulin, feminin. Es gibt das Ego und es gibt die Nächstenliebe. Und wie oft passiert es, dass man in ein Extrem fällt und sagt, du musst einfach nur lieb zu allen sein und dann wird alles gut laufen. Dann wird alles super werden. Wie gut funktioniert das? Es funktioniert nicht. Warum? Weil es Bullshit ist. Es ist absoluter Bullshit. Es ist Müll. Es klappt einfach nicht. Hör auf, in Extreme zu fallen. Solange du in Extreme fällst, wirst du unglücklich werden. Du musst nur hart hustlen und Gas geben und durchziehen. Let's go, let's go. Nein, du brauchst das Gesetz der Anziehung. Du musst einfach nur sitzen. Und dann kommt alles zu dir. Achte darauf, wie sehr Menschen in Extreme fallen. Warum? Weil es einfacher ist. Es ist viel einfacher, in ein Extrem zu fallen, weil man sich nicht mehr bewegen braucht. Aber Lebendigkeit ist das hier, jeden Tag die Balance zu halten. Weil es immer Dinge gibt, die dich aus der Balance werfen wollen und du dafür sorgen musst, dass du in der Mitte bleibst. Das ist Lebendigkeit. Das ist Leben. Das ist Bewegung. Das heißt also, in allen Aspekten deines Lebens gibt es eine Waage. Beispielsweise, wenn es um dein Business, deine Karriere oder sonstiges geht. Da haben wir eben diesen Punkt. Du brauchst eine Hustler-Mentalität. Du musst Gas geben. Du musst nur durchziehen und wumm, die Waage geht nach unten. Du musst nur durchziehen, du musst machen. Und irgendwann merkst du, dass du todesunglücklich bist, weil du keine Erfüllung darin siehst. Und auf der anderen Seite, wumm, du musst nur das Gesetz der Anziehung nutzen. Du musst nur anziehen. Zieh alles an, was du haben willst. Und was passiert nun? Es kommt nichts. Es passiert nichts. Die meisten bleiben da darauf hängen. Und es kommt nichts. In Beziehungen ist es ebenfalls so. Du musst nur Liebe zeigen. Du musst nur ganz viel Liebe zeigen. Und was passiert? Du wirst verlassen. Weil die Regeln nicht funktionieren. Weil gewisse Regeln nicht befolgt wurden, die eine Beziehung benötigt. Oder Romantik benötigt oder sonstiges. Oder die andere Seite. Es ist zu strikt. Es ist zu eng. Es ist zu hart. Und was passiert nun? Es gibt keine Liebe in dieser Beziehung. Und das ist das Problem in allen Dingen. Du wirst niemals in diesen zwei Extremen Glückseligkeit finden. Wahre Glückseligkeit liegt auf diesem schmalen Pfad hier. Und wenn du wahre Glückseligkeit finden willst, herausfinden willst, was du wirklich im Leben haben willst, um diesen Weg zu gehen, du selbst zu sein und es auszustrahlen, sodass du nur noch Menschen in dein Leben ziehst, die wirklich deinen Werten, deinem Selbst entsprechen, dann bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es Fragen geben sollte, runter in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Let's go, Gentlemen! Action! If we on a right side of passion, we could share love in the ocean. But if you wanna go insane, either way, baby.